Die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich findet ab sofort ohne die deutsche Nationalmannschaft statt. Mit der 0:3 Niederlage gestern Abend in Lyon gegen Kroatien verabschiedeten sich die Deutschen aus dem Turnier. Nach dem Schlusspfiff blieb es in den meisten Städten hierzulande relativ ruhig. Deutschlands Fußballfans sind traurig. Mario Turic fasst die Ereignisse zusammen. Weder der Beistand von ganz oben hat geholfen, noch lamentieren über alle unglücklichen Umstände, die zur deutschen Niederlage geführt haben. Aus Fußballfest wurde Fußballfrust. Deutschland versank in Trauer über das Ende aller Titelträume. Trotz schlechten Wetters verfolgten Tausende auf Großbildleinwänden das Debakel, danach Erklärungsversuche der Fans. Wir haben alles aufgemacht und haben es probiert und haben halt verloren. Ja. Sieg oder Untergang, und es war Untergang heute. Frankfurt, heute Nachmittag 17 Uhr. Die ersten Verlierer kehren zurück nach Deutschland. Der Stachel der Niederlage sitzt auch 30 Stunden nach dem K.O. noch sichtbar tief. Das Ende aller Hoffnungen kam für die Nationalkicker gestern Abend kurz vor 11. Der Bundestrainer brachte die Stimmung danach mit wenigen Worten auf den Punkt. Ja, natürlich bin ich, ist die Mannschaft enttäuscht. Wir hatten einen Traum. Dieser Traum ist gestern zerplatzt. Träumen dürfen dagegen die deutschen Gegner. Hunderttausende Kroaten gingen nach dem Spiel auf die Straßen der Hauptstadt Zagreb. Grenzenloser Jubel, Tränen der Freude, das ganze Land wie im Rausch. Auch in Deutschland hatten die Fans der Sieger viel Grund zur Freude und auch ein bisschen Hohn übrig für den Verlierer. So mancher Deutsche bekam das in den falschen Hals. Vereinzelt gab es Gerangel mit siegestrunkenen Kroaten. Der Polizei gelang es jedoch, größere Zwischenfälle zu vermeiden. Am Ende gab es doch einen, der die Niederlage etwas gelassener sah. Das Leben geht weiter. Wir sind alle traurig. Millionen in Deutschland sind traurig. Aber das ist das Risiko eines solchen Turniers. Die Tage und Nächte rauschender Fußballfeste für deutsche Fans sind vorerst beendet. Trost suchten viele in Kneipen wie hier auf der Ferieninsel Mallorca. Warten auf die nächste WM in 4 Jahren. Eine Analyse des Spiels und wie es jetzt weitergeht für Berti Vogts, seine Spieler und mit dem deutschen Fußball sehen Sie gleich im Sport. War vieles so wie vor 4 Jahren in New York, nur dass statt der Bulgaren diesmal die Kroaten feierten. Aus im Viertelfinale heißt in Deutschland damals wie heute, was passiert mit dem Bundestrainer? Heute wie damals gab es darauf die gleiche Antwort. Ich habe einen Vertrag beim DFB. Wir werden in aller Ruhe das analysieren. Und dann werden wir sehen und hoffen, dass wir im Jahre 2000 hoffentlich in Holland den Titel verteidigen können. Den EM-Titel wohlgemerkt. Die WM ist zu Ende für Deutschland. Auch weil Christian Wörns nach diesem Foul an Davor Šuker zu Recht rot sah. Den Schiedsrichter fürs Ausscheiden verantwortlich zu machen, ist genauso unsinnig, wie alle Schuld einem am Boden zerstörten Christian Wörns zu geben. Der Christian Wörns, wer den in der Kabine gesehen hat, der kann es irgendwo nachempfinden, weil er hat in diesem ganzen Turnier hat ein Weltklasse-Turnier gespielt und hat nicht ein böses Foul gemacht und bekommt die rote Karte. Und da sind wir dran gescheitert. Der zweite Grund fürs Scheitern, das 0:1 durch Jarni unmittelbar vor der Pause. Es passte alles für Kroatien, auch der zweite Treffer durch Vlahovic, ein Klasse-Tor. Oliver Bierhoff hatte zwar dazwischen die Chance zum Ausgleich, zu zehnt aber war das Spiel nicht mehr zu wenden. Es ist irgendwie schade, wir haben die Kroaten 40 Minuten dominiert, auch nach dem Platzverweis mit 10 Mann haben wir Chancen herausgearbeitet. Sicherlich war es eine entscheidende Situation, die Kroaten haben diese Sachen auch provoziert, das wusste man, aber letztendlich muss man die Niederlage versuchen sportlich zu akzeptieren. Sportlich unerheblich, das 0:3 durch Šuker, reichlich Renommee, ging dennoch verloren. Ist ja, was man hier auch immer wieder hören konnte, ja, ihr Deutschen, ihr spielt nicht gut, aber ihr gewinnt trotzdem. Also den Schrecken, den wird man verlieren und man wird wieder sich über Leistung und wird man sich wieder in den Vordergrund spielen müssen. Und wer da noch dabei ist, von denen, die heute Mittag bereits abreisten, wird Sache von Berti Vogt sein. In jedem Fall wird das Gesicht der Nationalmannschaft ein anderes werden müssen. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Marcel Reif in Nizza. Deutschland hat sich vom Turnier verabschiedet, hat alles gegeben, zumindest was man so geben konnte. Aber die Schelte am norwegischen Schiedsrichter Pedersen war reichlich übertrieben, oder? Ja, da wird so eine Dolchstoßlegende aufgebaut. Schlimmer noch, da gibt es so Verschwörungstheorien jetzt so in der Andeutung, der Schiedsrichter habe Anweisungen von oben, von der FIFA-Spitze gehabt, die Deutschen ausscheiden zu lassen. Also das ist hirnrissig, es nützt niemandem, nein, es ist sogar schädlich. Manche andere haben uns gezeigt, dass sie besser Fußball spielen können. Müssen wir uns denn jetzt auch noch vormachen lassen, wie man mit Anstand und mit Würden sich aus so einem Turnier verabschiedet? Also ich finde das schade.
Ist es richtig, dass Berti Vogts Bundestrainer bleibt und welche Alternativen gäbe es denn überhaupt für ihn? Also ich denke, in nächster Zeit wird bald der Name von Jupp Heynckes in der Gegend rumgeistern, der ja als Champions-League-Sieger noch ohne Engagement ist zurzeit. Aber war es denn wirklich ein Problem, Vogts? Was ist ihm vorzuwerfen? Nun, ich denke, es ist ihm nie gelungen, aus dieser Mannschaft Spielfreude herauszuholen, geschweige denn sie ihr zu vermitteln. Das ist das eine. Aber ansonsten, er hat meistens die richtige Taktik gewählt, er hat meistens die richtige Mannschaft gestellt und vor allem, er hat die richtigen 22 Mann hierher gebracht. Bessere gibt es nicht. Und da liegt das Problem. Die Liga gibt nicht mehr her. Das sind Strukturen, die da falsch laufen in der Jugendarbeit seit Jahrzehnten. Wo sind die jungen Spieler, die sich in den Vordergrund drängen? Wenn es gute gäbe, würden sie mittelmäßige, wie es immer heißt, Ausländer ausstechen, ohne Frage. Was muss also passieren? Dieses Hinweisen ständig auf Bossmann, auf das Bossmann-Urteil ist Unsinn. Siehe England, die kaufen die teuersten Ausländer und haben in der Nationalmannschaft 2, 3, 4, 23-Jährige, sogar einen 18-Jährigen. Und noch was ist nicht hilfreich, dieses gebetsmühlenhafte Gerede von, wir werden nie so spielen wie die Brasilianer. Das verlangt doch auch niemand. Aber liegen denn Kopenhagen, Amsterdam und Manchester an der Copacabana? Nein. Man muss den Kindern, den Jugendlichen wieder zeigen, dass Fußball Spaß machen kann, dass es um eine technische Grundausrüstung gehen muss. Also Spaß mit dem Spiel am Ball. Wie auch immer, es kommt auf den deutschen Fußball jetzt ein riesiges schwarzes Loch zu, mit oder ohne Berti Vogts.